Ja, Leute, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück nach all den Jahren. Ja, meine Güte, es ist lange, lange her, wo ich das letzte Mal auf YouTube aktiv gewesen bin. Und ja, ich wollte in Gunst dieses Let's Plays einfach ein bisschen was erzählen, was die letzten Jahre los war. Wo war ich überhaupt? Was war der Grund? Und vor allem, warum habe ich nichts gesagt, dass ich weg bin? Ja, ich werde jetzt einfach mal in diesen paar Minuten jetzt hier am Anfang wollte ich ein bisschen das runterbrechen, was denn so abgegangen ist, warum ich jetzt überhaupt weg war. Und danach geht es einfach auch mit dem Let's Play von Avorion los, Staffel 2. Genau, also Kurzfassung ist, ich bin von zu Hause ausgezogen, hatte danach halt, ja, wie sagt man, ein bisschen Geldengpässe gehabt. Deshalb habe ich dann auch einen Nebenjob noch gemacht. Ich habe dann eine Ausbildung auch noch angefangen, weil durch Corona konnte ich meine alte leider nicht fertig machen. Dazu erzähle ich später nochmal mehr. Genau, ich habe dann eine neue Ausbildung angefangen bei der guten Deutschen Bahn. Wer hätte es gedacht? Witzigerweise. Ja, genau, das ist jetzt wie gesagt 3 Jahre her. Also ich bin jetzt ausgebildeter Fahrdienstleiter. Ja, über die Ausbildung selbst werde ich im Let's Play ja definitiv auch noch sprechen. Vielleicht auch mit einem anderen Let's Play, was vielleicht das gleiche Genre ist. Ne? Nur so als Hinweis. Und genau, und ich konnte das einfach die ganze Zeit nicht alles unter einen Hut vereinbaren, eine Ausbildung zu machen, wo ich sehr viele Seminare hatte in Stuttgart, in München, in Koblenz und so weiter. Und deshalb musste ich mich entscheiden, entweder oder, und natürlich geht die Ausbildung vor. Und deshalb habe ich dann zu mir gesagt, solange wie ich die Ausbildung mache, werde ich einfach kein YouTube machen, weil der Lerndruck war doch schon recht hoch. Und ja, das war auf jeden Fall einer der Hauptgründe gewesen. Ja, und jetzt 3 Jahre später wohne ich mit Anna, meiner zukünftigen Frau. Wir heiraten jetzt am 17.08. Wohnen wir jetzt zusammen. Ich habe jetzt meinen eigenen Gaming-Room. Ich bin ausgebildeter Fahrdienstleiter. Es läuft alles super. Und die letzten Monate war ich ja auch mal beim Superslate, alias Alex. Öfters mal unterwegs gewesen, habe bei seinem Stream mitgemacht. Und da habe ich schon wieder Bock gekriegt und der Hype ging los. Und ich habe auch öfters mit dem Julian gesprochen. Und alle haben mir gesagt, ich soll einfach wieder anfangen, wenn ich Zeit habe. Und ja, jetzt habe ich eigentlich wieder genug Zeit, auf jeden Fall YouTube nebenher zu machen. Also das ist völlig legitim jetzt. Ich habe keinen Lerndruck mehr und alles easy. Genau, und deshalb, Freunde, starte ich Avorion Staffel Nummer 2. Es ist eigentlich offiziell Staffel 4, aber die alte Staffel 2 und 3 habe ich komplett gelöscht, weil die jeweils nur 7 bis 9 Folgen hatte. Das liegt eben daran, dass ich damals schon letzte Avorion aufnehmen wollte, aber eben durch den Zeit das immer wieder abbrechen musste. Und deshalb fangen wir jetzt mit der offiziellen Staffel 2 an. Wir ziehen sie jetzt diesmal durch, beziehungsweise ich ziehe sie diesmal durch. Und ich kann einfach nur sagen, es tut mir wirklich wahnsinnig leid, dass ich nichts gesagt habe oder auch die ganze Zeit inaktiv gewesen bin. Genau, und ich hoffe einfach, dass wir das wieder hinkriegen, zusammenwachsen und genau. Kurzer Hinweis, wir haben auch einen neuen Discord-Server, den habe ich jetzt die Tage mal ja grob aufgebaut, einfach nur, dass wir da ein bisschen in Kontakt sein können mit Umfragen und so weiter. Alles weitere wird die nächsten Monate kommen, auch die zukünftigen Let's Plays, muss ich mal gucken, welche ich so mache. Ich habe einige auf der Liste. Genau, aber wir fangen jetzt erstmal an mit Avorion. Einen Streamplan oder Aufnahmeplan habe ich bis jetzt auch noch nicht. Ich weiß nur, dass ich 5 Videos die Woche hochladen wollte, Montag bis Freitag. Wann, wie, wo, welches Video kommt, werdet ihr einfach mitkriegen. Beziehungsweise ich werde es auf Discord posten. Genau. Dann vielen lieben Dank, Freunde. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Und dann wünsche ich euch auch viel Spaß mit dem Let's Play jetzt. Ihr werdet jetzt gleich einfach reingeschmissen. Da geht es dann einfach los. In dieser Folge haben wir ja eigentlich nur ein bisschen gequatscht, was wir jetzt so vorhaben, wie die Pläne sind. Und ein bisschen nebenher gefahrend. In der zweiten Folge geht es dann ein bisschen ums Erkunden. Und ich hoffe einfach, dass wir im Laufe des Let's Plays das ein bisschen spannender kriegen. Der Anfang von Avorion ist leider ein bisschen langweilig und ein bisschen zäh, aber es wird sehr geil. Könnt ihr euch drauf verlassen. Wir haben auch viele Events vor, von dem her. Bleibt gespannt, Freunde. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Let's Play. Und wir hören uns demnächst. Und bis dahin. Ciao, ciao. So. Da sind wir jetzt auch in-game, in the game. Julian hat ist auch im Start. Hat lange gedauert? Nee, gar nicht. Verabredet waren wir um 3, jetzt ist es um 5, ist doch gut. Ja, wir waren beide pünktlich da,
technische Schwierigkeiten wie immer. Ja, die, wenn die Audio mal wieder nicht mitmacht. Oder mitmacht wenn die Maus schon. Nicht, wenn die Maus nicht da ist. Na, das war auch schön. Jahrelang nicht gespielt, hat keine Maus mehr. Die war auch schon weg. So wie zu jedem Beginn im wunderschönen Arborion müssen wir erstmal looten hier. Eisen, Titan. Und ich habe es ja schon erklärt, wir haben Mitbauwissen eingestellt. Das heißt, wenn... Ich kann es ja mal zeigen, warum ging das nochmal? B. Okay, dann muss ich jetzt was bezahlen. Das heißt, wir könnten jetzt, auch wenn wir Nanoid hätten, könnten wir das nicht benutzen, da wir das Bauwissen nicht haben. Julian hat richtig Bock auf das Bauwissen. Ich freue mich da richtig drauf. Ich hasse es überhaupt nicht. Und wir haben schon ein bisschen angefangen zu farmen, weil es geht ja auch immer relativ lange. Und genau. Ja. Beziehungsweise sind noch dabei. Patrick hat schon sehr viel Eisen gefarmt, die ich sehe. Ich habe eher Titan gefarmt. Ich überweise das jetzt mal schnell. Ja, die Frage ist, wie fangen wir eigentlich an? Wollen wir auf Kämpfen gehen, das heißt Piraten kloppen oder erkunden und minen? Was machen wir? Ja, ist eine Frage, ne? Also natürlich zur Mitte gehen. Ja, ich hätte jetzt irgendwie gesagt, dass wir halt schon irgendwie ein bisschen was bauen, aber dass wir erst so im Nanoid mit Schild so richtige Schiffe bauen, oder? Ja, und bis dahin jetzt die unbekannten Systeme, weil wir können ja mit den Waffenslots auch Geld verkaufen, Geld machen. Dass wir eher militärisch unterwegs sind. Ja, ich würde glaube ich vielleicht einen Bergbau-Captain oder so irgendwo schon hinstellen. Ja. Dass wir so ein bisschen passiv Einkommen haben oder was. Ich würde auch diesmal relativ schnell gucken, dass wir Stationen kriegen. Ja, ja, da bin ich auch dabei. Vor allem, du kriegst ja billig, also das heißt billig, aber 10 Millionen. Kriegst ja ungefähr schon so eine hier Asteroid, ne, mit Gold. Ja, dass wir passiv einfach Geld machen. Oder wir machen mit 4000, mit 4 Millionen kriegen wir ja schon Solarstation. Ja, ich meine, Solar bräuchten wir eh später für die besseren Fabriken. Ja, aber Gold macht halt schneller Geld. Das ist das andere, ja. Allgemein die ganzen Asteroiden. Haben wir ja eh schon ein paar Mal gemacht. Ja. Ich hatte mal eine Bleimine, die war eigentlich ganz gut. Ja, Blei und Gold war das, glaube ich, ne? Mhm. Stimmt, Blei war immer ausverkauft. Was weiß ich noch, es war im Chat. Immer wenn ein Barren produziert wurde, wurde er verkauft. Das hatte im Chat gesehen. Ja, kam gar nicht hinterher, ja. Ich glaube, die war schon XL oder so. Das Einzige, was ich hier nicht schiebe, ist, man kann ja hier irgendwie anzeigen lassen, wo Bedarf ist. Ja, aber du brauchst du dieses, dieses Modul da auf, glaube ich. Ja, aber ich blick nicht, wie man das so liest. Die Farben, die sagen jetzt gar nichts irgendwie aus, oder ich bin so doof, das zu erkennen. Ich habe mich nicht da wirklich mit so viel beschäftigt, weil so weit sind wir jetzt nicht gekommen. Ich hatte zwar meinen Frachter mit meinen Handelsrouten, das hat geklappt. Aber soweit ich weiß, irgendwie das letzte Item, was du verkaufst, dafür wird es glaube ich genommen. Hm. Und dann halt auf der Karte wird grün da, wo es billig ist und wo viel vorhanden ist, und rot da, wo. Ja. Also müsste man halt eigentlich da bauen, wo es rot ist, oder was? Ja, zum Beispiel. Ja, aber Rot ist eher wie so eine Art Kompass, weißt du, es zeigt dir an, in welche Richtung es rot und in welcher Richtung es grün ist. Ja, können wir ausprobieren. Aber es ist ja eh noch ein weiter Weg bis dahin. Ja, eben, dem ja. Müssen erstmal wieder die Bosse da kalt machen, hier Boss Wack, Zweck oder wie er heißt. KI, meine Operation Exodus, die Kackmission. Freue ich mich schon drauf. Hm. Aber wenigstens gibt es jetzt das Portal, das ist eigentlich ganz angenehm. Ja. Dann gibt es später irgendwann einen Boss Walk, der 30. Ja. Na, jedes Schiff braucht das Update. Ja, ich bin auf jeden Fall dafür, wieder hier Schwarzwald-Missionen zu machen, weil die sind einfach Gold wert. Ja. Also, ja. Die Storyline geht echt lang. Ja, ich finde es geht eigentlich relativ schnell. Vor allem das Schiff muss jetzt nicht zu gut sein. Die Gegner sind halt recht low, ja. Brauchen so ein Schmuggelwarnsystem hier. Schmuggelsystem.
Und da müssen wir mit, ich weiß nicht, ob es schwarzes Brett oder was NPC ist, irgendwann müssen wir reden und dann können wir die Quest starten. Und es reicht eigentlich, wenn man die Quest nur macht, bis man die erste Station bekommt, Schwarzmarktstation, weil da kannst du ja die ganzen Upgrades kaufen. Mhm. Und so. Ja, ich bin auch mal gespannt, wie das DLC ist. Da kam ja jetzt in den Jahren, kam ja ein neues DLC raus hier mit den XXL-Gegnern. Venom, wie heißt denn das nochmal? Behemoth. Behemoth, genau. Ja, aber Into the Rift bin ich auch mal gespannt, weil ich hab's schon lange aber noch nie ausprobiert. Hm. Ja, vor allem diese Multi-Updates, wo 4 Sachen gleichzeitig gepimpt werden. Generator, Batterie und noch irgendwas. Stimmt, ja, die kriegt man ja dann ja durch. Ja, wenn du mal auf die Karte schaust, mir wird schon so eine Riststation angezeigt. Könnte man auch mal überlegen, ob man das vielleicht irgendwie am Anfang macht. Weil aus Steinen ein Schiff bauen ist ja eigentlich theoretisch billig. Hey, wo wird dir das angezeigt? Ach, da unten. Ja. Und das auch wie ein Ausrüstungsdepot, was wir eh brauchen. Vor allem Besseres. Ja, wir müssen eh in Süden, von dem her, ja, geht. Es gibt, glaube ich, soweit ich weiß, gibt es glaube ich auch Missionen ohne Gegner, oder wo du einfach nur diesen Sturm aushalten musst für 2 Minuten oder so. Und die bräuchten wir dann auch nicht unbedingt große Waffen. Also ich kenne mich da gar nicht aus, ich habe das noch nie gemacht. Ich habe mir nur mal die Mission durchgelesen. Gibt immer so eine Feindwahrscheinlichkeit. Hm. Du musst da irgendwie rein irgendwelche Daten sammeln und die kannst du dann gegen Blueprints tauschen. Ja, ich würde sagen, du kannst schon mal ein Stift bauen, wenn du willst. Dann glaube ich jetzt ordentlich. Ja. So, wie nenne ich denn das mal? Ich nenne es einfach mal Jäger. Nichts Weltbewegendes. Das ist der Landjäger. Der Landjäger. Das war ja mein altes Schiff damals. So. Dann kann man hier noch das da einbuchen. 5317. So, wir haben 32.000 Eisen schon. Marshall, aber mit dir her. 6.000. Du hast 17.000 gemacht? Ah. Ja, und von mir waren 5.000 noch was Titan. Ja, 6.000 haben wir jetzt drin. Sehr schön. Gut. Ich überweise auch nochmal Eisen. Mal gucken, wie das hier nochmal ging. Mein Gott, ist das lange her. Die hatten 2 Bergbaulaser. Leider keine Refining, aber sie haben 20%. 20? Für 27.000, könnte man überlegen. Also, kurz zur Info, das Schiff muss nicht schön aussehen, muss einfach passen. Dass man bessere Laser draufklatschen kann und dann... Achso, meine Waffen muss ich auch mal rüberziehen, ne? Stimmt. Ich dachte gerade, wo sind die hin? So, was haben wir denn da? Also, 18 DPS. Das ist auch so was. Achtet man eher auf Schaden oder auf DPS? Bei Railgun natürlich auf Schaden. Und so. Na, jetzt zum Beispiel hier Maschinengeschütz. 2,2 Schaden oder 2,1 mal 3? Macht ja dann eigentlich 6,3 Damage. Ja, du musst also, wenn es halt 3 Läufe hat, dann ne, mal 3 die Zahl natürlich. Hm. Vom Schaden. Aber klar, dass du die besseren Waffen haben musst, ne? So, der hat Effizienz 16,1. Ja, Alter, ist klar. Deswegen soll ich 20er Laser kaufen, vielleicht. So, ich habe jetzt mal 2 Bergbaulaser. Ja, ich brauche Besatzung. Da war ja was. Huch. Ich würde mir dann auch ein kleines Schiff bauen. Jojo, ich habe jetzt wirklich minimalistisch gebaut. Jojo, die Bremsen sind auch wieder amazing. So. Crew anheuern, gibt mal 4 Leute her. Ach, Schiff ist überbevölkert, immer nur Probleme.
ging denn das nochmal? Junge, sieht das Ding kacke aus. Aber. Gut, ja. Ich hab jetzt ein kleines Schiffchen. Ich fahre jetzt mal so lange weiter, wie lange du noch da dein Schiff hast. Und dann können wir ja in der nächsten Folge mal ein bisschen erkunden. Ja. Bleiben wir am besten immer zusammen, oder? Ja, hätte ich schon gesagt, vor allem, wenn wir noch low sind. Mhm. Ja, oder ich will jetzt aufbrechen. Das ist mir sonst alles hier zu heiß. Ich bin mal gespannt, was die Gegner so drücken gleich. Beziehungsweise wie schnell wir wieder verrecken. Freue mich schon drauf. Und ich bevorzuge Kanonen. Ja, ich bin auch Kanonen-Fan, du warst bisher eher dann Railgun gespielt halt. Ja, ich war immer Railgun-Fan, aber irgendwie im letzten Run hatte ich irgendwie keine guten. Ja, Kanonen hast du eigentlich immer gehasst und dann bist du auch angefangen. Ja, weil du immer so übelst vorzielen musstest und bei der Railgun ein Strahl, tschüss. Ja, aber wenn Kanone mal trifft, gute Nacht um 8. Ich war gerade so, ich glaube, ich bin fertig mit Bodies, aber irgendwas fehlt. Und so, ja, cool. Das merkst du recht schnell. Ich bin doch im Baumodus und ich so, ja, ich hab alle Blöcke, warum ist mein Schiff so klein? Ja, zur Folgenlänge, ich denke mal, ich werde mich so im 15 bis 20 Minuten Bereich einpendeln irgendwo. Das war so meine Idee. Oh. Und mit dem Thema Erkunden bin ich auch noch am Überlegen, mache ich da ein Timelapse wieder draus, so wie beim letzten Mal, dass ich dann quasi einfach nur ein bisschen rede und Screenshots einfüge, wie die Karte immer weiter aufgeploppt wird. Oder wollt ihr das auch sehen, dann ja, schreibt es einfach mal drunter. Woher haben wir denn so viele Bergbaulaser schon? Ja, ich hatte zwei, du zwei. Hm. Ach ja, das Eisen geht ja direkt in die Kasse von der Allianz. Jo. Wir sind Allianz versichert. Das gleiche hatte ich auch gerade im Kopf. Wir sind Allianz versichert. Zwei Deppen, ein Gedanke. Also wir sind nicht sponsert, ne? Also. Nee. Ach ja. Also mein Schiff ist orange, wie sieht's denn bei dir aus? Meins ist noch graue Vanilla. Ich hab da noch nichts angepinselt. Nee, also nicht mein, von hier, Sektor. Mein Schiff ist schwach. Achso, das, ja, dein Schiff ist schwach verglichen mit den anderen. Ja, also auch orange bei dir. Also Omikron mache ich 26.1. Du hast schon Waffen drauf, oder was? Ein Maschinengewehr, ja. Ja, machst du auf jeden Fall mehr wie ich, weil ich hab gar keinen drauf. Brauch Personal. Nur dieser Personalmangel. Wir haben Fachkräftemangel.
Der hat wirklich zwei Deppen eingedankt. So. Ihn hab ich's vermisst, ey. Worion? Ja, allgemein auch aufnehmen und diese Gespräche und die Kommentare. Ich muss sagen, ich hatte jetzt, wann war es, wo wir letztens über Empyrion gequatscht hatten. Ist an sich eigentlich echt ein geiles Game. Ja. Aber leider fehlt mir da ein bisschen Content. Bei Empyrion jetzt. Zumindest so dieses Endgame, oder wir müssen mal wirklich im All starten, das wäre auch mal eine neue Herausforderung. Ja, da bin ich dabei. Ich finde halt, Empyrion, du fängst an, holst dir alle Ressourcen und dann hast du einen Salat, ne? Ja, dann baust du einfach wie blöde und gut ist. Vor allem dein Riesenschiff wird so instant von einer, so einer mini-putzigen Drohne komplett zerstört, das ist 800 Löcher in deinem Schiff. Damit das nicht passiert, brauchst du diese super Titanplatten da. Ja, oder wir müssen uns wirklich mal so Regeln machen. Wir starten im All, erstens. Und wenn wir auf den Planeten gehen, dann dürfen wir da nichts bauen. Ja. Also keine Basisblöcke nutzen. Ich bin ja dafür, wir werden ja letztes Mal die Stadt gebaut, dass wir einfach im Weltraum so eine Stadt bauen. Ja. Mit dem Lager, mit der Hauptbasis, mit der Küche, mit dem Krankenhaus. Ich glaube, das größte Problem im All ist halt das Thema Sauerstoff. Ja, Eisasteroiden, ne? Also. Ja, eben. Oder auf dem Planeten halt Sauerstoffdinger besorgen. Ja, die Frage ist dann auch, wie man es macht. Macht man so eine Kuppel, wo dann innen drin Druck ist, also Luft? Oder macht man halt nur die einzelnen Gebäude dann mit Luft? Ich hätte fast gesagt, eine Kuppel würde ja wäre einfacher. Die Kuppel, ich weiß jetzt nicht mehr, ob die Glasscheibe, doch die waren dicht. Oder? Doch, ja, die gepanzerten waren, glaube ich. Ja, genau, die gepanzerten, stimmt. Sind zwar schweineteuer gewesen. Ich weiß noch, wo wir so ein kleines Shuttle gebaut haben, um zum Mond zu fliegen, und wir hatten da die falschen Scheiben drin. Ja, ich bin kaum in. Weißt, im Sitz bist du ja luftdicht, witzigerweise. Aber ich hinten in meiner Köppel. Ging's wieder los. Ganzer Bildschirm wurde rot. Ja, und dann natürlich das Erfrieren, ne, weil wir keinen Goldwachen haben. Ja, stimmt, das war jetzt auch das nächste. Früher war es einfacher, du hattest 300 Dungeons auf dem Planeten und dann gab es auch die Goldbarren, aber... Ja, ja, heutzutage gibt es halt eine einzige Goldmine irgendwo. War doch auf dem Mond, ne? War ja nicht mal auf der Erde. Ne, doch, auf dem Planet, glaube ich, oder? Ja, war es nicht so, dass man sich so, dass man das Raumschiff hier extra mit Druck machen musste und beheizen musste, damit man sonst nicht stirbt? Boah, ich weiß es nicht mehr, ist auch zu lange her. Ja, oder du kaufst dir natürlich am Handelsposten, das geht natürlich auch. Ach, ich hab noch gar kein Bauwissen zu Titan, was soll das denn? Ist noch nicht freigeschalten. Ich hab doch da nie... Achso, ich muss es einmal aktivieren, ne? Jetzt. Also ich hab aus, ich hab mein Schiff schon ein bisschen mit Generatorblöcken und so gebaut. Ich dachte, das hast du jetzt auch gemacht. Nee, ich hab jetzt mal, weil geht das Saft aus. 12.000 für so 5 Generatorblöcke. Läuft. Ich hab actually 6. Also 2 auf 2 Blöcke und dann hab ich noch 6 Stück.